So, Hallöchen Leute. Jo, hier wieder der Modhof. Allerdings wird er nicht mehr Modhof heißen. Wir sind wieder hier. Wieder. Ja, es geht wieder los mit lauter Modfahrzeugen. Ich versuche es. Es wird wahrscheinlich immer funktionieren. Allein von den Saatmaschinen her. Möchte ich nicht, euch nicht immer die gleichen mit gleichen Maschinen hier spielen. Das ist, finde ich auch nicht so gut. Ja, wo sind wir? Ja, wir sind auf der Gräbach angekommen. Hier. Jo, ich habe noch gar nichts gemacht, groß. Ich will euch nur kurz was zeigen. Was werden wir jetzt erstmal machen? Wir werden jetzt, ihr seid jetzt live dabei, praktisch live, kann man auch nicht sagen, aber seid auf jeden Fall dabei, wenn ich hier alle Gerätschaften verkaufen werde, was wir nicht benötigen, denn ich möchte ja eigentlich kaum was hier behalten, was hier auf dem Stadtfuhrpark dabei ist. Wir werden uns dann ein paar Traktoren kaufen, gucken, wo wir mit dem Geld hinkommen. Allerdings noch kleine Informationen dazu. Was wir noch machen werden hier. Was habe ich gemacht auf dieser Map schon? Ich habe hier den Kuhstall. Er müsste jetzt eigentlich, vorsichtig ausgedrückt, nicht bloß 50 Kühe, wie es eigentlich im Standardspiel der Fall ist, also hier zumindest auf diesem Hof, er müsste jetzt mehr Kühe schlucken. Er macht jetzt 80 Kühe. Also sprich, 80 Kühe kann ich einlagern oder hier füllen lassen sozusagen. Alles andere habe ich noch als Basis einfach gelassen. Das nächste, was ich gemacht habe, wir werden uns für kurz lang hier noch die kleine, hier oben haben wir sie ja. Oh, so, da ist so falsch. Das war nix. Na, was war denn das jetzt hier? So was aber. Hier diese kleine Mini-BGA. Da habe ich etwas den Ertrag nach oben gesetzt, ein kleines bisschen. Ich hoffe, es passt jetzt. Wenn jetzt setze ich es nochmal um. Die Parameter weiß ich jetzt, wo sie sind. Dann als zweites, da haben wir da unten ja so wenig Kühe haben. Ich finde es ja, ich zeige es euch gleich, was ich meine. Hier werden wir dann vermutlich einen größeren Kuhhof hinsetzen. Ich habe da auch schon einen rausgesucht, mir mit Platz für 200 Kühe. Ja, wir werden anfangs nicht so viele Felder haben, auch die BGA wird uns fehlen. Auf dem Hof werden wir dann vermutlich noch ein Silage-Silo setzen, aber nicht Silo in Form von Blattfahnen und so weiter. Das hier haben wir ja schon auf der auf dem Mühlenkreis. Da gibt es auch bei den neuen Folgen davon. Hier wird dann so ein Fermenter hinkommen, der praktisch das dann macht. Habe aber dieses Silo auch bereits, das ist der Umsatz, also wie schnell das praktisch das verarbeitet, auch runtergesetzt. Also sprich, es dauert länger, bis die Silage dabei rauskommt. Da weiß man schwer, es ja. Ja, ich finde es dann auch nicht so toll. Und wie gesagt, ich habe hier bloß 80 Kühe jetzt drin, statt 50, weil hier die kleine Wiese fand ich jetzt nicht so ganz berauschend, da jetzt über 100 Kühe hier reinzustopfen. Das fand ich ja nicht so toll. Was die anderen Tiere betreffen, habe ich noch gar nicht geguckt, wie viel wir hier lagern können. Lagern halten können, sagen wir mal so. Wir werden vermutlich auch noch ein Silo für Silage bzw. Heu und Stroh. Nee, Heu und Stroh. Passt ja auch hier rein in dieses Silo hier. Der Rest kommt da unten ins Dingsilo, Hofsilo rein. Also vielleicht brauchen wir auch bloß ein Silo für Silage, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich setzen wir das dann auch da oben hin. Die Fläche da oben, wo es gerade ich hinzeige, wo der große Kuhstall hinkommen soll, die müssen wir uns eigentlich alles noch kaufen. Inwieweit wir das mit dem Geld hier hinkriegen, wie viel Geld wir benötigen noch, zusätzlich müssen wir mal noch gucken. Wir werden hier auch ein paar Schweine halten, wir werden hier auch ein paar Hühner halten. Die sind ja, glaube ich, hatten wir Hühnerstall? Ja, genau, da ist der Hühnerstall. Ich wusste doch, dass da ein Hühnerstall ist. Genau. Ja, also, heute erstmal ein bisschen die Karte angeguckt. Na, wir können auch mal kurz drüber gehen. Na, wenn ich jetzt nicht festhängen würde. Ach so, okay. Wie gesagt, das ist der Hof hier. Auch ein schön angelegt, muss man sagen. Also meine Meinung zumindest. Schafe werden wir ja auch ein paar halten, klar. Hier sind die ganzen. Hier ist praktisch Gräbach. Hier drüben ist der Händler. Hier ist die Tankstelle. Drüben heißt noch Wald. Werden wir allerdings hier auch nicht machen. Ne? Weil ich bin nicht so der Waldliebhaber hier. Darf man vielleicht mal ein paar Bäume machen? Ja, vielleicht schon. Nur Platz brauchen. Vermutlich schon. Aber ja. Hier haben wir noch eine große Wiese. Wir werden auch Silage machen. Wie gesagt, mit dem Fermentersilo wird das ja kein Problem sein. Hier ist noch ein paar Windräder. Echt schön angelegt, die Karte. Also meiner Meinung.
Sie ist übersichtlicher wie die Ebelsbach auf jeden Fall. Aber sie wird uns auf jeden Fall reichen und ich hoffe ja auch lang genug viele Folgen bescheren. Ich sag hier der Wald. Ich habe wohlgemerkt, es steht jetzt hier im Menü drin, es ist die 1.0. Allerdings habe ich sie als 1.1 runtergeladen. Deshalb 1.01. Aber im Menü steht halt leider Gottes 1.0 noch drin. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ja, Pferdehof müssen wir hier kaufen, wenn wir Pferde halten will, was ich auf jeden Fall tun will. Das ist eigentlich Ziel, obwohl wir vielleicht dann vielleicht auch andere Pferdestall uns anschaffen, keine Ahnung. Wie gesagt, wie es im Geld hier aussieht, müssen wir mal gucken. Hier sind so Abladestellen noch. Und hier die Straße auch schon wieder auf. Und hier kommen wir dann wieder zu der Fläche hier. Hier, wo dann der Kuhstall hinkommt. Ich hoffe, er ist nicht so krumm hier, dass ich wieder viel ausgleichen muss. Ja, so, das war einfach mal der Hof hier. Die ganze Karte so. Hier hinten hat es noch ein paar Fälle. Hinten hat es auch noch den Viehhändler. Hier drin. Genau. Uns gehört zumindest zum Anfang noch schon ein schöner Batzen hier. Im Endeffekt das ganze Gerät hier gehört uns und auch es ist nicht alles teuer. Also es hört sich echt in Grenzen hier. Wenn ich hier die BGA 27.000 Euro, das ist nichts. Ne? Ist echt in Ordnung. Und wie gesagt, hier. Also die BGA werden wir schon versuchen immer wieder zu füllen, natürlich, klar. Das Dorf braucht ja auch seinen ganzen Strom und so. Ne? Genau. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Sorry. Gehen wir mal runter, laufen zum Hof. Hüpfen hier mal kurz rein. So, hier geht's runter zum Hof. Hier hat sie gesagt noch das Silo, wo dann auch Heu und Stroh annimmt. Leider keine Silage. Ja, Gras nimmt es wohl auch an, aber wie gesagt keine Silage. Da müssen wir gegebenenfalls noch was machen. Das heißt auch hier viel durch die Gegend fahren, wahrscheinlich von Hof hier zum Nebenhof dann, wie auch in Ebbesbach das der Fall war, wobei wir da ja nicht weit weiter gespielt haben. Mir war das dann einfach auch zu viel irgendwo, zu groß vielleicht auch. So, was werden wir tun? Wir werden jetzt auch mal gucken, was für Maschinen hier überhaupt auf dem Hof sind. Wie gesagt, diese Folge wird es eigentlich nur darum gehen, mal gucken. Ich möchte eigentlich dementsprechend, gemietet haben wir glaube ich nichts, gell, ne. Also dann können wir auf jeden Fall, na, den werden wir auf jeden Fall verkaufen, da holen wir uns den anderen wieder. Es werden ein paar Maschinen ja von Apple übernommen. Den werden wir erstmal auch mal verkaufen. Den Drescher werden wir auch verkaufen erstmal. Da habe ich eine andere Idee, den Anhänger. Ja, ich mag keine Dreschimmel, aber komm, wir behalten ihn einfach. Den Pflug werden wir mal noch behalten hier. Den Krupper werden wir auch noch behalten. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen es verkaufen, weil wir wollen ja lauter Mods haben. Ne? Ganz klar. Das heißt, es muss alles raus hier. Im Endeffekt muss ich aufpassen jetzt aber. Gewichte haben wir momentan noch keins. Diese sind alles bloß Mods. Man sieht es ja. Klar, den Pferdestall behalten wir. Da machen wir uns mal nichts vor. Das lassen wir einfach mal, wie es ist. Apropos das Silo am Hof. Der Unterstand mit Silo ist in diesem Gebäude drin und kann dies hier aufnehmen. Auf dieser Karte gibt es wohl auch andere Früchte. Sage ich gleich. Sagt das Silo, wir behalten das. Sonst gibt es ja keine Maschinen hier. Diese Rampe ist bei der BGA oben verbaut. Genau. So, apropos Früchte. Sieht jetzt so aus. Wir haben hier als neu, also hier gibt es keine Baumwolle, das wurde hier vertrieben und nochmal was anderes, ich glaube Zuckerrohr. Dafür gibt es hier Roggen und Vermehrungsgras auf dieser Karte noch. Vermehrungsgras kann man wohl den Samen, also man erntet das Ganze nochmal mit dem Drescher ab und dann bekommt man praktisch Grassamen, die man dann verkaufen kann. Und Roggen halt ist Roggen, ne? Genau. Ja, der Rest gibt es auf dieser Karte. Von dem her. So, jetzt haben wir 378.000 Euro. Der Hof gehört uns. Jetzt, was habe ich mit reingenommen an Mods? Die altbekannten habe ich drin. Ein paar neue, beispielsweise Fentier, den Fort hier habe ich mit drin. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich alles finde. Ich muss bloß mal kurz schauen, ob das hier dieser besondere war oder ob das der falsche war. Ich glaube, das war unser, wo ich wollte. Und zwar in diesem, genau in diesem braun. Und da bekommt er gleich mal
Moment kurz, Trelleborg, Nore Michelor. Der bekommt hier einfach mal die Michelor und dann bekommt er Breitreifen drauf. Design. Okay, ich finde es eigentlich mit Kotflügel nicht schlecht. Was kostet das gute Stück? Okay, Motorisierung. Ja, lass mal, was kostet den Aufpreis? Boah, der kostet halt gleich so viel, ne? So. 145.000, 145 PS. Das wäre einmal mehr, oder? Ja. Ne, lass uns mal so. Frontlader. Gute Frage. Ne, lassen wir mal ohne Frontlader. Kaufen wir uns einfach mal so. Genau. So. Dann als nächstes. natürlich den da wieder. Sorry. Lasse den mal. Weiß jetzt auch nicht so. 150. Motorausführung. Im Pflegebereich sieht das schon ein bisschen komisch aus, ne? Mitas. Genau. Lassen wir mal so. Aber Motorausführung lassen wir mal so weg. Dann kostet er bloß 50, das können wir uns noch leisten. So. Jetzt haben wir zwei Traktoren mal. Zwar keine Pflegebereich momentan, aber das sehen wir ja dann noch. So. Okay. Als nächstes brauchen wir. Geld haben wir überhaupt noch 200. Das Geld geht uns wieder schon schnell raus. Wir brauchen auf jeden Fall einen Mähdrescher. Ich hoffe, ich habe ihn mit reingenommen schon. Ja, ich habe einen mit reingenommen. Das Problem ist nur, der ist zu teuer. Ich habe den Fenty mit reingenommen. Aber wir müssen ja, beziehungsweise müssen wir mal gucken, was haben wir überhaupt für Felder. Habe ich da schon was drauf? Hafer ist drauf. Hier auf diesem müsste Hafer sein. Oder? Ja, Hafer. Und da dürfte dann, ne, das ist kein Raps, was ist das dann? Sojabohnen, das ist schon mal gut. Und was haben wir noch? Wir haben bloß die zwei Felder hier. Okay. Dann würde es uns reichen, wenn wir ganz normales Gebiss einfach uns kaufen. Das heißt im Endeffekt, wie viel Geld haben wir denn? 204, also es langt uns gerade in Dreschern und dann ist es vorbei, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Sonst haben wir keinen mehr, gell? Wir haben, glaube ich, schon keinen mit reingenommen. Wir werden uns den jetzt kaufen, uns bleibt nichts anderes übrig. Eventuell werde ich mir noch ein bisschen Geld gutschreiben, mal gucken, was ich, wie ich das sonst also regel dann. Faktisch, wir werden uns jetzt mal ein bisschen Kredit holen. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Wir werden mal 200.000 Kredit holen, beziehungsweise 300.000. So, das müsste uns dann eigentlich reichen. So. Dann Drescher. Haben wir gekauft, oder ist er? Ja, gekauft ist er. Genau. So, jetzt brauchen wir noch ein Schneidwerk für den Presser. Drescher. Ja. Schneidwerk hier. Da ist das Fendt. Kostet mich auch schon so viel. Aber es ist zumindest nicht so ganz groß, ne? So, das andere brauchen wir momentan noch nicht. Dann benötigen wir auf jeden Fall noch einen Anhänger. Mal gucken, was ich da wieder mit reingenommen habe. Ich habe hier diese, ja, die sind schon fast zu groß momentan. Die hier, die sind gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Die haben die, wie viel, 40.000 Liter. Ich würde fast sagen, wir kaufen uns einfach mal einen kleinen. Das würde ja schon mal reichen, oder? Abdeckung brauchen wir keinen. Wir kaufen uns einfach mal so einen. So. Was haben wir noch? Da haben wir ja keine Mods mehr drin. Hier ist noch so ein.
Und ich würde fast vorschlagen, dass wir noch so einen ganz kleinen nehmen. So für den Hof und so. Kapazität, wie sieht der groß aus? Das ist blöd, finde ich. Ah, man kann auch umbauen. Dann lassen wir mal so. Abdeckung lassen wir auch weg. So. Dann. Bei Saattechnik muss ich gerade mal schon schauen, was ich da mit reingenommen habe. Hier habe ich da so eine mit reingenommen. Was kann die? Moment mal. Die kann auch schon einiges ansehen, auch den Roggen und das Vermehrungsgras. Ja gut, wir können es mal probieren, wie die ist. Ne? Die kann aber bloß Aussaat, gell? Ja. Wir machen jetzt einfach mal eins. Wir lassen das mal noch auf der Seite. Wir haben jetzt erstmal ein Ding Drescher gekauft. Und dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Ich bräuchte jetzt eventuell noch einen Ladewagen. Mal gucken, was ich da in klein habe. Wahrscheinlich gar nichts. Ne? Ich habe da keinen kleinen mit reingenommen. Das ist natürlich jetzt schade. Dann lassen wir es auch mal noch weg. Mähtechnik ist auch nichts seit Mods drin momentan. Also von dem her können wir jetzt gerade eigentlich gar nichts machen. So. Gut. Den will ich eigentlich jetzt nicht haben. Ich wollte eigentlich. Achso, wie groß ist denn das? Komme ich da auf die Straße raus? Oh, nein. Na, shit. Dann würde ich sagen, ich brauche hier noch einen Schneidwagen, einen Dingsbums hier. Die Frage ist da, welcher wird das Beste sein? Am besten so einer. 7 Meter kriege ich das da drauf, wahrscheinlich eher nicht, gell? Da muss ich wohl doch so einen kaufen. Moment, der Krone hier ist billiger. Die Frage ist natürlich, passt das auch? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Wobei, wir nehmen mal so ein. Ich hoffe, es passt. Ich jetzt voll falsche Farbe, ne? So. Wir brauchen jetzt hier nicht die riesen Maschinen hier auf dieser Karte, ne? Weil das ist völliger Schwachsinn dann hier. So. Na gut, er kann es trotzdem nicht so. Na gut, es passt. Das würde passen. Sieht gut aus. So. Wie ihr seht, ich habe wieder die Maschinen von der Ebelsbach Mental mit rübergenommen. Ich habe bei mittelgroßen Traktoren auch noch andere drin, aber ich würde sagen, die reichen erstmal auch. Bis jetzt zumindest. Ich will es mal nicht verstehen. Oh, mir fällt gerade auf. Ich habe was vergessen einzustellen. Und zwar das da. Mal gucken mal, Schwänzchen starten. Magst du Normalfenster mich aus? Pflanzenzerstörung, Fußzerstörung an. Pflügen. Ja, man könnte sich jetzt echt überlegen. Machen wir an. Kalken mache ich aus. Das nervt bloß. Unkraut sowieso. So. Gucken wir mal, ob es jetzt hier funktioniert so. Bis auf die gelbe Farbe natürlich, ne? Okay, aber so können es hinkommen, ne? Sieht gut aus. Würde passen. So. Halt, mache ich denn? Zack. So. So, mein Gutster. Wir fahren mal zum Hof. Wo geht es denn jetzt nochmal zum Hof? Wir können so oder so fahren, wir fahren so. Oh, ob das hält? Keine Ahnung, ob das halten wird. So. Ich glaube, es geht jetzt hier zum Hof, ne?
Nee, nächste Straße, nächste Straße, nächste Straße. Nee, da geht's ja nicht mehr hoch, wir müssen darüber. Ich kenne mich hier noch gar nicht aus. Oh. Er hat sich gerade bewegt. Ich soll hier 30 fahren, sagt das Schild. Ich glaube, viel mehr will ich ja gar nicht fahren. Wollen wir gerne aufs Feld fahren? Ein Düngestreuer. Also wie gesagt, ich habe noch nicht alle Mods hier drin. Ne? Aber wir hätten auch drüben rumfahren können, wie ich gerade sehe. Na gut. So. Moment mal. So. Ja, es hängt gerade wieder. Hallo? Jetzt. Ja, ich bin ja noch hier nirgendwo rum. Bin ja noch nirgendwo rumgefahren, deshalb könnte es noch ein bisschen zu Probleme eigentlich kommen hier. Ne? So. So, dann nehmen wir mal gleich auf die Seite dann. Die Frage wird jetzt sein, muss ich jetzt hier rüber oder? Ja, da geht es gut eng zu. Da brauchen wir gar keine große Maschine wirklich haben. Und wie gesagt, es wird in Kürze hier auch eine Modliste erscheinen. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie hin, zeitlich noch. Ja, es ruckelt noch ein bisschen vor sich hin. Ich hoffe, das ändert sich auch noch ein bisschen. So. Okay, Leute, wir haben schon 21 Minuten durch. Ich wünsche euch nur einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge hier auf der Gräbach. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig. Bis dann mal und ciao.